Tja, ist ein bisschen lahm geworden hier. Hallo, Spinni. Spinni, 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 Spinni. Ja, Spinni denn? Ja, Spinni hört gerade nicht. Die ist gerade irgendwie geistig abwesend. Tja, das ist ja jetzt eine Folge rund um die Monsterfalle, die jetzt aber nicht mehr so atemberaubend ist wie letztes Mal. Die funktioniert zwar, aber das ist jetzt nicht mehr so viel Ausbeute gerade, wenn die Monster fehlen. Und ich fände es ja viel lustiger, wenn im Hardmode dann wirklich mehr Viecher spawnen würden und nicht nur einfach stärkere Viecher. Aber naja, wäre vielleicht auch sonst ein bisschen zu unfair. Und die Spinne da hinten, die guckt immer, aber die kommt nicht. Die dreht sich immer zu uns um. Im Gegensatz zu dem Skelett da. Hallo, Skelett. Ignoriere mich doch einfach. Ach Mensch. Und da sterben gerade zwei Spinnen. Das ist schön, das gefällt mir. Und die Spinne guckt immer nur und macht nichts. Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise süß, aber nicht sehr hilfreich. Und ohne Schwert gehe ich natürlich gerade auch nicht runter. Schlimmstenfalls würde ich auf Peaceful schalten, wenn wir wieder zurück zur Hütte gehen. Weil ja bald unser Zeug fertig sein müsste. Es sei denn natürlich, wir sind zu weit entfernt von der Behausung und der Ofen funktioniert nicht mehr. Denn, wie bereits in einer Folge erwähnt, es ist immer nur der Kartenabschnitt aktiv, in dem man sich gerade befindet. Alles andere wird konsequent ignoriert. Das heißt, wenn ihr irgendwas in den Ofen schmeißt und ihr latscht dann ein bisschen zu weit weg, dann werden die Sachen nicht weiter verarbeitet. Das wurde extra so programmiert, um Rechenlast zu sparen. Weil die Karte halt auch extrem riesig ist, die kann man gar nicht, Da kann man leider nicht alles Echtzeit berechnen. Hey, Zombie! 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 Zombie, 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 Frischfleisch. Hallo, guck mal hier, Frischfleisch. Ich hier, ne? Hier, frisch, frisch. Lecker, lecker, lecker. Ja, irgendwie... Ach, ach, nee, nicht schon wieder. Na! Diese Megaskelette, die treffen auch... Alter. Die treffen auch immer! Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist aber irgendwer in die Falle gegangen. Ein Zombie ist in die Falle gegangen. Und ein Skelett, wie es aussieht. Na, endlich mal ein bisschen Action hier. Das wurde auch schon langweilig. Ich glaube, die prügeln sich da gerade. Skelett und Zombie prügeln sich gerade, wie es aussieht. Aber jetzt sterben sowieso gleich beide. Ich habe noch nie gesehen, dass die sich prügeln. Unfassliche Szenen spielen sich ab. Also, spielten sich ab. Jetzt ist der Spaß schon wieder vorbei. Aber es wird draußen hell, also wird der Zombie gleich natürlich nicht verbrennen, sondern... Bestenfalls müsste er eine Kaktee... Kakteen? In eine Dingens. In einen Kaktus laufen. Und sich Ganzkörperpiercings machen. So, da kommt noch eine Spinnenseite gleich angedüst. Das ist immer super, aber der Zombie, der hält sich wacker. Also die Monsterfalle ist nicht ganz formvollendet. Ich guck mal gerade, ich kann ihn bestimmt locken. Hallo? Na, haben wir den auf die Fährte gelockt? Nee. Ach, ist ja auch egal. Lass ich den mal kreuchen und fleuchen. Der ist eh gleich tot. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass hier nichts... Gut. Da hinten brennen schon wieder die ersten. Das ist doch super. Und die Spinne tut uns jetzt nichts mehr, weil am Tage sind die Spinnen friedliebend. Was aber übrigens nicht für Creeper gilt. Ich habe es ja bereits schon mal erwähnt. Und wir müssen aufpassen, selbst wenn wir jetzt Dinge abernten... Wie zum Beispiel irgendwelche Viecher, die da hinten am Rumsterben sind. Also man kann jeden Morgen... Ach, jetzt bricht die Framerate wieder ein. Ich hasse es. Ich laufe trotzdem weiter. Also man kann jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, kann man tote Viecher abernten, wenn die was gedroppt haben, was ja nicht immer der Fall ist. Da muss man entweder Glück haben oder kriegt gar nichts. Nur muss man immer aufpassen, dass einen dann kein Creeper erwischt. Hier, das mit der Spinne demonstriere ich gerade mal. Ach, da unten ist ja noch der Zombie. Hallo. Na, Spinnimann? Putschu, 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 putschu. Putschu, putschu. Putschu, putschu. 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 Putschu, 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 putschu.
Das war natürlich eine super Idee, aber ich wollte einfach mal ein bisschen Action hier reinbringen. Oh, mit dem Erdblock natürlich eine Spinne anzugreifen, ist keine gute Idee. Habe ich schon mal erwähnt, dass das keine gute Idee ist? Also, ich muss dann mal dringend wieder verreisen. Das war ein bisschen Action. Ich hoffe nur, die läuft uns jetzt nicht... Ach, die bleibt da hinten. Ich frage mich, ob die uns jetzt wieder angreift. Das ist zwar jetzt keine gute Idee, das rauszufinden mit den 2,5 Herzen da irgendwie, aber nachher nehmen wir wieder eine Prise Doppelherz, dann geht's wieder, dann kann man wieder hier durch die Lande streifen. Ich frage mich aber, ob die noch böse auf uns ist. Das werden wir gleich rausfinden. Ja. Spinni! Spinni! Ich bin's. Sind wir wieder Freunde? Ja, Putschu, Putschu, Putschu! Putschu! Oh, so eine süße Spinne. Die würde ich jetzt noch ein bisschen adoptieren. Vielleicht kann man da drauf nach Hause reiten. Ui, warte! Also ich kann die Spinne nicht besteigen. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, hört es sich extrem falsch an. Ja, bist du meine Süße? Ja, bist du meine Süße? Ja, du bist meine Süße. Ja, Putschu, Putschu. Guck mal, wie die spielen will. Die ist voll süß. Soll mal einer sagen, Riesenspinnen sind eklig. Die sind doch voll niedlich. Und da liegt die Spinnenseide und wir kommen nicht ran, verdammt. So, jetzt aber erstmal... Ich spare mir jetzt mal die Spinne nochmal zu schlagen, weil ich möchte ungern draufgehen jetzt. Und deswegen laufe ich einfach mal in Richtung Inselhütte und ich hoffe mal, dass die Öfen trotzdem gelaufen sind, aber sicher bin ich mir da natürlich nicht. Und ich gucke nochmal schnell hier oben, ob hier irgendwelche Viecher krepiert sind, dass wir hier was einsammeln können. Wie zum Beispiel Schafe. Schafe, 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 Wolle, 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 Wolle. Wolle Schafe? Schafe Wolle. Schafe, 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 Wolle, 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 Wolle. Ah, und da ist ein Zombie gestorben und gibt uns gleich mal 2 Federn. Den Bambus lasse ich hier einfach mal, der ist ja eigentlich total unwichtig. Der bringt uns nicht wirklich nach vorne und jetzt gucke ich mal, ob wir jetzt ein paar Rohmaterialien haben. Und dann muss ich gleich mal gucken. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie man einen Bogen baut übrigens. Da war ich ja ganz fleißig und habe das einfach mal konsequent ignoriert. Und wir sind schon wieder nicht in der Höhle, sondern quatschen nur die ganze Zeit. Jetzt haben wir 35 Silber. 64 sauberen Steinen und 59 Glas immerhin. Und jetzt gucke ich mal, weil Glas brauchen wir bestimmt noch ein bisschen mehr. Und wir haben noch 64 Sand und noch 56 gutes Mandelholz. Ist ja jetzt nicht irgendein Holz, sondern muss schon Qualität sein, nicht wahr? So, und eigentlich könnte ich da nochmal das hier, packe ich auch nochmal in den Ofen, ist doch drauf geschisst. Und jetzt haben wir ein bisschen Glas, damit können wir haushalten. Ich ziehe mir jetzt auch nochmal einen Schnitzel rein, beziehungsweise ich mache mal Folgendes. So. Ich gehe jetzt erstmal wieder in den Baumodus, jetzt machen wir doch ein bisschen an der Monsterfalle rum. Ich hoffe, damit stoße ich niemanden vor den Kopf wegen der Umfrage und so. Weil wir ja eigentlich noch einen Bogen haben wollen. Und jetzt mache ich doch schon wieder die Monsterfalle. Ich bin so inkonsequent. Ich würde am liebsten alles auf einmal bauen und gleichzeitig noch jeden Tag die Schafe hüten. Oh, du verfluchtes, süßes Minecraft. Mit deinen Möglichkeiten. Ich verfluche dich, du tolles Spiel. So. Plop, plop, plop. Alter Schwede, wie viele Schafe hier auch wieder sind. Das ist ja eine Augenweide. Und ich hoffe ja, dass wir irgendwann die Möglichkeit kriegen, wirklich Tiere zu farmen. Also, dass man sich da so eine Art, ja, jetzt nicht Bauernhof macht, aber zumindest, dass man halt die Tiere wirklich im Gatter halten kann oder halt so einzäunen. Weil momentan geht's ja nicht. Da kamen auch schon einige Anfragen. Hey, Gronkh, Mensch, alter Penner, mach doch mal hier Dingens. Eine Viehzucht oder halt dir doch mal die Schafe oder Schweine so, wie bei so einem Bauernhof. Das geht leider momentan nicht. Denn die Viecher verschwinden einfach nach einer Zeit und tauchen dann irgendwo anders wieder auf. Also die sind immer ganz random unterwegs. Und ich hätte gerne auch selber die Möglichkeit, dass man einfach mal eine Schweinezucht macht, sodass man sich seinen eigenen Schinken da irgendwie produzieren kann. Am besten eine richtige Fleischfabrik, wo man dann irgendwie Schweine züchtet und hochmästet und
in viel zu engen Käfigen hält, um sich dann den Schinken in den gierigen Wanz zu kloppen und völlig billige Lidl-Filialen zu eröffnen, wo das ganze Fleisch dann irgendwie für 10 Cent verkauft wird, bevor dann der ganze Skandal mit Gammelfleisch kommt und so weiter und so fort. Mal gucken, was Minecraft dann noch alles ermöglichen wird. Hier, die Schweine sind auf jeden Fall schon total begeistert, die stehen ja schon Schlange. Und wir gucken jetzt mal, dass wir hier den Zuschauerraum vielleicht schon mal anfangen. Ihr könnt natürlich jetzt in die Comments schreiben und ganz entrüstet sein und sagen, Gronk, mach doch erstmal die Dingens. Ne, weil die Dingens hatte ich ja versprochen. Also die Höhle sozusagen. Nicht nur sozusagen, sondern wirklich die Höhle. So, da war eine Fackel, die wollte ich nicht verkommen lassen. Ich glaube, da war eine Fackel, vielleicht haben wir die auch schon aufgesammelt. So, und jetzt sind wir hier. Und hier hinter verbirgt sich schon das Wasser. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht so gepatcht wurde. Das kann nämlich gut sein. Moment, das ist die 9, das ist die 2. Okay. Ich hoffe, das wurde nicht so gepatcht, dass das jetzt hier reinfließt. Sehr gut. Weil auf diese Art und Weise können wir hier hinter dem Wasser bauen, ohne dass ich da jetzt großartig alles abgraben muss vorher und so weiter. Da hatte ich nämlich jetzt auch nicht so viel Bock drauf. Jetzt muss ich nur gucken, obwohl, nee, muss ich gar nicht. Doch, muss ich gucken. Weil sobald ich die unterste Ebene erreiche, da kommt das Glas. Sobald ich die unterste Ebene erreiche, das ist diese hier. Plop, 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 plop. Und die Fackel hole ich mir. So, das müsste, kann man das schon sehen? Das müsste doch die oberste Ebene sein, ne? Jawohl. Nee, eine tiefer kann ich noch. Sehr gut, weil ich möchte nämlich nicht, dass wir dann aus Versehen irgendwie mit dem Wasser da unten alles fluten und dann eventuell was kaputt geht. Plupp und plupp. Und jetzt müssten wir hier das Glas anbauen und ich mache das mal einfach so. Ich einfach so. La 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 la. Einfach so. La 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 la. Na, wer hat den Jingle erkannt, ihr Werbegeschädigten? Jetzt muss ich natürlich gucken. Ich möchte nicht das Wort Symmetrie einwerfen, aber 1, 2, 3 und 1, 2. Und jetzt will ich doch mal schauen. Jetzt müssen wir da nach oben noch graben. Dapp, dapp, dapp. Und dapp. Und juppaidi und tralala und hast du nicht gesehen. Und das gleiche hier nochmal. Und dann haben wir schon bald zumindest einen kleinen Zuschauerraum ausgehoben. Das geht ja relativ zügig. Ach, man soll ja den Tag nicht vom Abend loben. Guter Tag, braver Tag. So, dann können wir da das Geraffel auch nochmal wegmachen. Und da ist Sand noch aus irgendeinem Grund. Ich hoffe... Ah gut, der geht nicht bis zur Oberfläche. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass es bis zur Oberfläche geht. Aber dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal eine extra Decke abstecken. Und eigentlich können wir hier die Rückwand auch rausmachen. Das muss ich mir nachher nochmal angucken, wie das aussieht. Ob das gut ist oder nicht. Oder doch, oder vielleicht nicht. Oder eventuell ja doch. Oder vielleicht auch nicht. Und jetzt hüppel ich das hier nochmal weg. Und dann hinfort damit. So, jetzt sind wir da so hoch und da sind wir eigentlich noch einen höher. Das heißt, ich könnte hier theoretisch... Das würde noch gehen. Dann mache ich hier nochmal einen hoch. Dann sieht das alles ein bisschen epischer aus. Dann kommen wir ja schon mehr an die Minen von Moria ran, wenn wir hier in die Höhe graben. Dann würde ich nur gerne die Erde da oben nochmal austauschen gegen soliden Fels, damit hier alles einheitlich aussieht. Und da nach unten könnte ich das auch machen, aber dann haben wir ja keinen Zuschauerraum mehr. Auf jeden Fall muss ich mich beeilen, denn es wird dunkel. Und das heißt für uns, wir müssen hier auf jeden Fall erstmal Glas hinmachen. Und das mache ich mal hopp und hopp und hopp und hopp. Und theoretisch kann man ja hier einen leer lassen, weil die Zombies kommen eh nicht durch, weil die sind zwei hoch, die Spinnen kommen auch nicht durch, weil die sind zwei breit, aber trotzdem können die da durchschlagen, was nicht immer so gesund ist. Also mache ich hier dann doch mal das Sichtfenster davor und jetzt gucke ich mal, solange keine Spinnen... Hat ja auch super geklappt mit dem Wasser.